Hallo Leute und willkommen zurück bei Minecraft, wo wir uns heute daran machen möchten, oder ich mich daran machen möchte, das hier zu machen, das Ritual of Draconic Resurrection. Damit können wir uns den Enderdrachen zurückholen. Ich habe hier schon wieder Charged Draconian Blocks zusammen, habe auch schon die nächsten für das, was danach kommt, wieder in Bearbeitung, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Und zwar brauchen wir einen Resurrection Stone. Jetzt muss ich mal tatsächlich mal schauen, was man dafür braucht. Die Souls und Wyvern Cores. Souls haben wir möchten immer gerne andere verwenden. Und wo wir haben, brauchen wir Nether Stars. Wir haben einen. Aber das ist okay, denn wir haben hier einen Haufen Skulls, wie ihr seht. Und ich habe einen Plan, wie ich daran arbeiten möchte. Und zwar sollen wir hier nach Witherproof. Es gibt hier Witherproof Bricks, die ich mir gerne machen möchte. Wir werden bei weitem nicht so viele schaffen. Wahrscheinlich nicht mal so viel, genau. Dafür brauchen wir nämlich einen Haufen Obsidian. Daran arbeite ich aber jetzt schon einen Tacken länger. 10.000. Das wird bei weitem noch nicht reichen. Damit können wir schon mal anfangen. Das ist im Endeffekt Wither-festes Material und deswegen habe ich hier auch noch mal so viel mehr Obsidian, was ich da reinhauen will. Um mir damit einen kleinen Raum zu bauen, in dem ich den Wither dann in Ruhe verprügeln kann. Das Problem an der Sache ist natürlich, wir brauchen dafür einen Haufen Obsidian. Ach, wir haben auch keine CPU. Also das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht reichen. Deswegen machen wir es erstmal ohne das und machen uns einfach so nochmal zwei weitere. Der Plan ist aber, ich habe das hier oben schon quasi angefangen. Irgendwo, genau da sieht man es. Schon zugeschneit, aber das ist halt eine Schicht unten schon mal davon. Wie man sieht, das ist halt, ja, Wither Boss Proof. Und der Plan ist, davon einen Raum zu machen, mit dem ich dann immer schön gegen den Wither kämpfen kann, ohne dass der immer nach oben wegfliegt, weil das ist halt schon ein bisschen nervig. Ich will ja nicht, dass der sich da hinstellt und jedes Mal abhauen kann. Ich hätte mir vielleicht auch hinstellen können, hätte mir das Wither-Kämpfen vorher machen können, aber ich habe nicht wirklich darauf geachtet, was ich da tatsächlich verbrauche. So, da dachte ich mir, ah, Charge-Blöcke, dann haben wir alles. Und ihr seht schon, das Erwecken von dem Enderdrachen wird auch unheimlich teuer, aber wir brauchen halt nochmal sein Herz. Von dem Enderdrachen und dementsprechend machen wir halt hier die, genau das da. Ja, hör mal auf, jetzt zu withern, danke. Wir haben dort eine Höhle freigelegt. Wir werden auch nur noch diesen einen mehr machen, weil einen haben wir noch da und einen Awakened Core hatte ich noch. Der kommt daher, dass ich den Spawner doch erstmal wieder abgebaut habe, wenn ihr euch erinnert, den wir da aufgebaut haben. Einfach damit. Warum möchtest du nicht? Müsst du hier in eine bestimmte Richtung gucken oder so? Ach nein, ich habe nochmal einen Dirt genommen, ich Nase. Ich dachte gerade schon, was zur Hölle, ja. Was würde ich sagen, einfach damit, wenn wir dann da gleich im End unterwegs sind und uns mit dem Drachen beschäftigen, da nicht zu viel spawnen. Und es kommt ja noch hinterher, dass gleich irgendwann ein Haufen Kühe fertig werden. Da möchte ich dann nicht, dass wir da quasi noch mehr Schweine überproduzieren. Und da ich genug Schweineseelen habe und mir dann jederzeit den auch nochmal als quasi Spawner für mich aufbauen kann, um daran zu grinden, habe ich entschieden, das sollte erstmal so gehen. Alle gewaltige Schaden, das kommt, liegt, glaube ich, damit zusammen, dass wir hier mittlerweile einen, was ist es, Sharpness 4 drin haben. Das macht halt schon massig Schaden. Bei den Anastas da sehr gut. Ich sollte mal schauen, ob ich mir für die ganzen Draconium-Sachen nicht auch schon mal Crafting-Rezepte angelegt habe. Nein, habe ich nicht. Dann sollten wir das vielleicht mal tun. Und zwar hier, sinnvollerweise. Das kann schon mal alles wieder rein. Schon wieder noch ein Single. Oh, wir können auch gleich noch vorne noch was anderes machen auf die Schnelle. Aber jetzt nach dem anderen. Erstmal machen wir uns diese hier als Crafting-Dinge. Wenn wir hier noch Patterns haben. Da kommen die Crafting-Patterns. Wahrscheinlich musste ja vorher irgendwas zwischen craften. 3, 4, weil die brauchen wir ja für diesen jenen hier.
Dann kann ich davon auch schon 3 nehmen. Und dann sieht man schon, er zeigt das da zwar weiter an, aber wir können es keine nehmen, weil wir halt keine mehr haben. Easy as it gets. So, jetzt der Resurrection Stone. Und ich hätte hier gerne andere Seelen, weil mir doch meine Mob-Souls davon ein bisschen kostbar sind. Wir nehmen hier die Schweineseelen, von denen haben wir nämlich reichlich viel mehr. Resurrection Stone, so. Und so können wir eben nochmal schauen, denn... Sollten... Ja, ich bin wahrscheinlich wieder zu doof, hart richtig zu schreiben. Wir haben nämlich jetzt einen Haufen davon, wie ihr seht. Und könnten uns theoretisch gesehen einen Haufen davon machen, wenn wir nicht, wenn wir genug Diamanten hätten. Und bevor wir damit anfangen, müssen wir hier vorher was anderes machen. Was so gerade eben reicht, nämlich 4 Diamantblöcke. Und dann haben wir noch genau einen Diamanten. Wow, ist das awesome viel. Wir brauchen sogar 4 Stück davon. Ja, keine. Ich wollte mir jetzt eigentlich gerne mehr Herzcontainer machen für mehr Herzen, aber aus irgendeinem Grund geht das nicht, weil wir nicht mehr genug Diamanten haben. Das wird also das sein, was ich dann danach machen kann. Ganz, ganz viel davon farmen. So, jetzt muss ich mal schauen, aber wir brauchen hier Quarzpillar. Wie zur Hölle werden die denn wohl gemacht? So, habe ich das nicht gerade schon probiert gehabt? Brauchen wir 12 Stück von. Außerdem brauchen wir Glowstone Bricks. Blocks. 4. Also Resurrection Stone. Check. Glowstone. Check. Obsidian brauchen wir noch. Check. Diamond Block. Checks. Charts. Dinge. Check. 12 davon. Sehr schön. Dann können wir jetzt ins End gehen. Haben wir Schwierigkeit? Ja, haben wir. Sehr schön. Und das Ganze machen. Und mal sehen, ob es funktioniert. Auf dem Bild, was ich jetzt beispielt habe, haben sie sehen die Charge-Blöcke witzigerweise anders aus. Ich weiß nicht, ob das dann die richtigen sind. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich hier die richtigen habe, weil das, wonach das aussieht, sind die Awakened. Und um die hinzubekommen, müsste ich ja erstmal das Ritual machen. Was ja, um halt einmal ein Herz zu bekommen, um mir dann damit wiederum genau 4 der Blöcke machen zu können. Maximal, weil das wäre so ein bisschen hirnrissig, weil ich dann keinen Gewinn machen würde. So, und jetzt müssen wir diese Säulen noch drumherum verteilen. Und das haben sie hier. Ich halte mich da möglichst genau an die Vorlage. Auch wenn das... das zum Beispiel passt schon mal nicht. Da steht dran, die Vorlage muss nicht zu 100% eingehalten werden. Das passt hier schon wieder alles nicht. Muss nicht zu 100% eingehalten werden, aber ich werde versuchen, das so genau wie möglich zu machen. Weil sicher ist sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich hier irgendwie zwischen was sein darf. So, machen wir das mal eben weg. So, sicher ist sicher. Und so sollte es von der Größe her passen. Dann sind die Diamantblöcke hier auf den kleinen Säulen. Und auf den großen Säulen kommen... Charged-Blöcke. Ah, so sehen die in der Welt aus. Ah, passt von der Farbe her fast nur, dass sie da halt Herzchen mit drauf haben, was komisch ist. So. Und das soll jetzt angeblich schon funktionieren, wenn wir hier draufklicken. Ja. Da ist alles, hat geplatzt. Dinge sind passiert, unter Umständen. Wir müssen tatsächlich mal kurz zum Cheat-Modus greifen, weil ich als Vollidiot quasi zweimal geklickt habe und nochmal klicken bricht das Ritual wieder ab. Und damit werden die Blöcke hier entladen und damit müsste ich die jetzt neu aufladen. Das ist ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen zu doof, das jetzt zu machen. Weil es einfach nur aus Grund meiner Unsicherheit war. Deswegen tauschen wir die wieder gegen geladene aus. So viel Cheat muss sein. Und machen das nochmal in der Hoffnung, dass ich mich dir diesmal nicht aus Unsicherheit einmal zu viel klicke. Aber es wird wahrscheinlich funktionieren können. Wir nehmen uns schon mal unsere Armbrust. Wum, 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 genau das. Die Dinger werden alle gleich wieder aktiviert, glaube ich. Und der Drache wird gleich wiederkommen mit wahrscheinlich einigen Lebenspunkten.
Bevor ich anfange, die kaputt zu hauen, lassen wir das Ding ganz durchlaufen, weil ich habe ein bisschen Schiss davor, dass wenn ich zu früh anfange, er sich dann hinstellt und quasi nicht fertig spawnt oder so, was mich ziemlich ankotzen würde. Aber ihr seht hier gerade ziemlich geil, wie die Energie da rausgezogen wird. Unheimlich cool animiert. Endermänner wurden schon vom Blitz getroffen. Geschieht euch recht. Und jetzt verteilt es sich nach außen mit dem... Boah. Fährt das anzuzünden, du fieser Blitz. Jetzt kommt da von unten noch... Ich frage mich, wie lange das dauert, aber das Ding wird immer größer. Jetzt geht... Holy shit. Und jetzt wird er in den Himmel geschossen. Und jetzt ist er wieder da. Sehr schön. Und all mein Zeug ist fast komplett weg. Was in Ordnung ist, weil wir müssen jetzt erstmal diese Dinger hier eh wieder kaputt machen. Aber da ich mit Leute fliegen kann, ist das nicht mehr so stressig. Wir könnten euch auch die Armbrust dafür nehmen. Da habe ich irgendwo mal Obsidian-Türme abgebaut, weil ich mir dachte, hey, ich brauche mehr Obsidian für diese lustigen Blöcke. Mit dem, von wegen hier, Witherproof. Mal sehen, hat der überhaupt noch was? Ja, da zieht er noch einen, sehr schön. Ich denke mal, wir haben jetzt alle. Das ist so eine schöne große Gruppe Enderman. Da würde ich mal versuchen, die mitzunehmen. Die Frage, wo zur Hölle ist er hin? Ich sehe nämlich seine Health Bar nicht mehr. Jetzt taucht sie wieder auf. Das heißt, er muss schon wieder irgendwo in der Nähe sein. Ich wünschte, man könnte gezielt einstellen, dass er auf der Map erscheint. Aber jetzt ist sie wieder weg. Das heißt, dass er irgendwo weit oben ist. Da. Ah, das funktioniert so, aber ich hätte gerne, dass er zu mir kommt. Hi. Dass er jetzt mal irgendwie in den Angriff übergeht, dass wir das dann machen können. Hallo, greifst du mich auch mal an? Hier bin ich, hier bin ich. Hallo. Ja, irgendwie nicht. Super. Langweiliger Drache. Wenigstens im Flug trifft er mich ab und zu mal. Aber ich kann irgendwie nicht alles von ihm treffen oder so. Oder nicht alles von ihm ist Hitzone. Auf jeden Fall sieht er mit diesem lila Skin da drüber schon nicht schlecht aus. Ich will auf jeden Fall, dass er irgendwo über festem Boden ist, wenn wir ihn, in dem Moment, in dem wir ihn killen. Das Schöne ist, wenn wir fliegen, natürlich schleudert er uns nicht weg. Den Vorteil habe ich, wenn ich am Boden bin, dann nicht mehr. Hier bleibt der Kapitän Drache. Haben wir ihn, sehr schön. Flup. Ich würde das gerne einsammeln. Temporary Wake Mother. Kann es sein, dass ich das jetzt jedes Mal dann hier hinpacken muss? Wir probieren das einfach mal ganz schnell aus. Moment, war das in der Nähe von wo ich da... nicht wirklich. Haufen Draconium, das ist ja schon mal gut, aber ich würde jetzt gerne die Möglichkeit, irgendwie was unter das drunter zu platzieren. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll auf die Schnelle. Weil mit dem Schuhen und dem Ding hier unten springe ich immer so wieder nicht weit hoch. Mal gucken, ob das funktioniert. Oder ob es jetzt gleich wieder weg ist. Okay, es kommt runter. Das heißt, euch brauche ich doch noch nicht cheaten. Hippie. Glück gehabt. Können wir das wieder ausmachen. Und haben jetzt das Herz. Oh, okay. Außerdem, ja, wie gesagt, ein Haufen Draconium, der liegt, den wir jetzt noch eben einsammeln können. Ah,
Das ist natürlich auch ein cooler Weg, um wieder an Draconium zu kommen. Ich weiß von einigen, die haben sich hingestellt, wurde mir in Kommentar gesagt, haben dann im Nether angefangen, mit einem Ender Quarry zu arbeiten, um den ganzen Nether abzubauen, um Draconium zu finden. Wir haben so 48 Stück bekommen, was ganz nett ist. So, das kann auch wieder weg. Wir haben 5 davon bekommen, wow. Und Treasures, die soll ich tatsächlich aufmachen, weil das hat die Chance, dass da Diamanten drin sind. Richtig. Und die kann ich auch gebrauchen. Du kannst schon mal wieder beiseite. Na, du kannst auch zurück ins System. Und jetzt können wir wieder zurück. Da habe ich noch ein bisschen Erfahrung liegen lassen vom Enderman verprügeln. Er ist schon dem hier. Was übrigens echt Spaß macht mit diesem Schwert, wenn man hier Massen an Enderman findet. Einfach reinrennen und alle umhauen. Und dann gehört das alles mir. Ihr seid jetzt keine so richtig schöne Masse, sondern irgendwie so ein Dutzend direkt aneinander stehen, dass die alle auf einmal sterben. Das macht Spaß. Und hat halt auch die Chance, dass man eine Enderman-Seele bekommt. Aber dafür sind wir jetzt ja eigentlich nicht hier, also lassen wir das mal wieder. So, zurück im Lager. Das kann jetzt noch wieder weggepackt werden. Das kann noch von mir aus eingesackt werden. Ah, waren nur Münzen. Super. Aber wir haben da noch ein paar mehr von, sehe ich gerade. Ich sollte hier wieder nach Namen. Das gerade jetzt einen Haufen geklippt. Ah, und es liegt ein Haufen Zeug auf dem Boden. Aber wir haben dabei halt Diamanten bekommen ein bisschen und kriegen dabei auch Emeralds, was ja eigentlich nicht mehr so wild ist seit dem letzten Mal. Seit der Geschichte mit dem, wir waren in der einen lustigen Welt und davon viel zu viel. Aber wir haben halt auch einen Haufen Potions mit. Das wird auch erklären, warum unser System so zugeklustert war. Außerdem ganz dringend Erfahrungspunkte in Sicherheit bringen. Und das mal kurz überlegen, weil ich denke, ich werde jetzt als nächstes los. Also es wäre cool, jetzt einen Crowy zu haben. Aber ich will mir nie merken, wie der geschrieben wird. So nicht. So wieder geschrieben. Das sieht ja schon gut aus. Wir könnten halt einen normalen bauen. Dafür bräuchten wir aber auch schon Diamantzeug. Cool ist halt eigentlich der Ender Quarry. Der braucht aber hier einen Haufen Blöcke. Die halt Obsidian und Enderpearl brauchen aus. Okay. Hier brauchen wir Diamanten und Dinge. Für eine Pumpe. Und dafür auch eine. Und dann hier das Ding in der Mitte. Es braucht halt insgesamt einen Haufen Diamanten. Und die muss ich halt erstmal wieder haben dafür. Dann gibt es hier noch einen Haufen Updates. Daher wird es wohl so aussehen, dass ich bis zur nächsten Folge dann einfach ein bisschen farmen muss. Und wir gleich eigentlich schon mal zusammen losgehen können, damit anfangen. Oh, ich habe euch noch da zum Spawner abbauen können. Scheiß auf die Erfahrung, die lasse ich jetzt einfach mal da. So, wir sind ganz unten und suchen uns irgendeine Stelle, wo ich noch nicht so viel war. Hier habe ich irgendwann, wie man sieht, mit dem Hammer schon angefangen. Hey, fliegen, danke. Dann kommen wir nämlich aus dem Lavasee einfach wieder raus. Und dann seht ihr, wie man hier, wie ich hier mit dem Hammer schön abbaue. Und da ist wieder Lava, also gehen wir da nicht lang. Ah, da kommt etwas. Das war nur ein Blümchen. Okay, das ist nicht so spannend. Oh, und dann heißt es jetzt irgendwie wieder Diamonds finden, bis wir genug haben, dass ich damit tatsächlich so ein Quarry bauen kann. Überlege ich, ob ich mir dafür extra eine Welt aufbaue, die ich dann einfach abbaue, oder ob ich mir da noch was anderes überlege, ob vielleicht doch ein Nether abjuckeln. Mal sehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Nether für Diamantenfarm jetzt noch nicht mal die beste Wahl ist. Und ja, wir kriegen die natürlich, also wir kriegen hier, da ich das Sick Touch, ist alles so raus, das muss ich dann hinter alles mal einmal auseinandernehmen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Nimmt dann erstmal noch nicht so viel Platz im System ein. 13, das heißt, wir können noch ein Stück runter. 2, da ist ja wieder Lava, Mist. Und die Blei und Silber nehme ich jetzt nicht mehr in Massen mit, weil davon habe ich halt schon richtig viel. Das muss halt nicht unbedingt sein. Das
So, da haben wir noch ein paar Diamanten rausziehen können. Gold will ich auf jeden Fall auch haben und Redstone immer, weil es Redstone ist und Eisen. Ein bisschen was kann man da immer mal mitnehmen, aber halt so viel brauche ich davon, von dem Blei und Silber nun beim besten Willen nicht mehr. Wir machen ja einfach Massenabbau und sobald ich feststelle, da fliegt Zeug hinter mir her, wird das dann durch den Beutel wieder zurückgebracht und gut ist. Prinzipiell natürlich eigentlich schon cool, wenn man hier Höhlen findet, aus dem einfachen Grund, dass da leichter zu sehen ist, wenn irgendwo Diamanten sind. Und ein bisschen ärgerlich wird nur, dass mir irgendwann immer die Fackeln ausgehen. Auf die bin ich nicht zwangsweise angewiesen, aber es macht mit den Fackeln mehr Spaß. Ich wollte mir einfach nochmal irgendwelche Nightvision-Sachen machen, habe aber noch keine Ahnung rausgefunden, wie ich da was Cooles hinbekomme an Nightvision-Ausrüstung. Das heißt, ich habe schon ein paar Sachen gesehen, aber die waren alle noch nicht so überzeugend, die zu bekommen. Und zwar gibt es den Dark Helm, der das bekommen kann, aber nicht automatisch hat. Es gibt hier Night Vision Goggles, die einen Haufen Industrial Craft Zeug brauchen, was ein bisschen uncool ist. Es gibt ein Amulet of the Night. Dafür brauche ich aber eine Potion of Night Vision. Das heißt, das muss ich mir erst irgendwie zusammenbrauen. Und ich habe noch nie. Wobei, vielleicht wäre es ganz lustig, das mal zu machen. Lass mal eben Weg, wir benutzen mal eben den schnellen Weg zurück und probieren das mal eben aus, weil ich habe noch nie gebraut. Aber wenn man das kann, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so uncool. Probieren wir das auf die Schnelle mal eben. So, komplett ohne Vorbereitung ist immer das Beste. Brewing Stand brauchen wir dafür. Machen wir jetzt einfach mal irgendwo dahin und dann gucken wir nochmal. Und zwar, wo fangen wir hier an? Wir brauchen Night Vision Potion schwach. Dafür brauchen wir eine Awakened Potion, dafür brauchen wir Wasser und Nether Ward. Okay, damit komme ich, glaube ich, klar. Wir brauchen, glaube ich, auch nur einen davon, also ist das insgesamt okay. Nein, wir machen uns nicht sicherheitshalber 64, weil ich glaube, die stacken nicht. Da war irgendwas. Aber ich könnte mir jetzt so gesehen drei auf einmal machen momentan, aber wenn ich eine brauche, bin ich mich noch mit einer zufrieden. Wir können aber schon mal gucken, weil ich werde die Golden Carrot brauchen. Aber ich brauche auch zwei Diamanten. Ah, das ist okay. Golden Carrot brauchen. Gar keiner, ist okay. Wir haben da, glaube ich, da oben noch welche angebaut. Irgendwas davon. Jetzt bin ich hier drauf gelandet. Aber ist nicht so wild. Da kriegen wir unsere Karotten her oder noch ein paar Kartoffeln. Hallo? Ah, soll es eigentlich noch wieder runterkommen? Naja. Wir haben ja gerade schon Diamanten gefunden, genau. Vier Stück haben wir da wieder und wir haben ja noch da. Ja, stimmt, diese Dance-Dinger waren wahrscheinlich dabei. Die lasse ich mir irgendwo im Grinder auseinandernehmen, glaube ich. Also, du bist da. Nein, da. Wenn ich jetzt dich darauf mache, sollte es die Night Vision Potion geben. Und da brauchen wir noch einen Redstone, damit die besser wird. Könnte auch sein, dass es sonst über ein Enchantment lösbar ist, aber ich habe mich noch nicht. Ich habe bisher, glaube ich, keine Night Vision Enchantment bekommen. Potion of Night Vision. Potion of Night Vision besonders toll. Ansonsten brauchen wir dafür nichts Besonderes. Wollen wir auch mal schauen, wie es hier aussieht. Ein bisschen Zeug ist liegen geblieben, okay. Aber es sind schon einige Rinder tot und wir haben hier auch schon ein bisschen was in Erfahrung drin, aber noch nicht weltbewegend viel. Potion of Night Vision besonders stark. Oh, Local Brewery, aha. Interessant. Wir haben Achievements bekommen. Schön. Wahrscheinlich, weil wir das. Weil wir einfach nur einen gebrauchten Trank rausgenommen haben, wahrscheinlich. Amulet of the Night. Ist die Frage. Funktioniert das? Gehen wir mal wieder runter, probieren wir es aus. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Gang, den ich irgendwann mal angefangen habe dafür.
und buddeln uns hier in irgendeine Richtung. Aber ich scheine... Genau, ich habe Night Vision. Das sieht doch gut aus. Das erspart es mir dann nämlich mal Fackeln platzieren zu müssen. Diamanten. Und noch ein bisschen Redstone. Das erspart es mir Fackeln platzieren zu müssen. Damit kann ich mich halt einfach wie ich hinstellen und kann hier einfach buddeln. Straight up, bis wir irgendwann wieder irgendwas finden. Und hier ist das Lied sehr nice. Dann nehmen wir das nächste. Nachdem wir dann einfach den Gang hier ein Stück haben, können wir uns Menschen alles mögliche aus den Wänden rausholen. Das Lied ist auch ziemlich leise. Also machen wir weiter. So. Keine weiteren Diamanten bisher, aber auch Korb. Schwupp. Zwischendurch einen Burger verdrücken. Es wird übrigens ein Bacon Mushroom Cheeseburger. Nein, nur Bacon Mushroom, aber es ist auch Käse noch mit drin. Einfach weil ich dazu gekommen bin, ein paar Dinge mehr zusammen zu punchen, damit er länger effektiv ist. Ja, und dann werde ich mich jetzt wohl hinstellen und werde so einfach erstmal wieder ein bisschen Diamanten farmen müssen, damit wir in der Lage sind, überhaupt weitermachen zu können. Warum soll da konnte ich das nicht abbauen? Weil das ein Silberfisch ist. Wir sind gerade unter einer Festung. Vielleicht sind wir aber auch einfach so auf Silberfische getroffen, das ist auch möglich. Ich habe keine Ahnung, ob es für die irgendwie einen Pattern gibt, dass man die so in der Landschaft finden kann. Aber mir scheint hier oben ist sonst nichts hinter, sondern was sie da halt in Ruhe. Blub. Ah ja, Night Vision funktioniert. Ich meine, wenn wir jetzt das Amulett mal einmal abnehmen, ist tiefste Nacht. Optimal. Aber das ist genau das, was ich haben wollte. Nämlich die Möglichkeit, mich hier umzugucken. Hat sich das Braun doch... Diamanten tatsächlich mal gelohnt. Ich mache das ja sonst, wie gesagt, sehr, sehr selten. Oh, das war tatsächlich nicht schlecht. Aber dann bedanke ich mich für heute wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.